Ja, hallo zusammen und willkommen zu unserem dritten Duft-Blind-Date. Ja, 4 Wochen sind wieder rum und ich habe meine 10 Düfte aufgebraucht. Die werde ich euch jetzt natürlich zeigen und sagen, wie ich sie finde. Und dann ziehen wir 10 neue Düfte, die in den kommenden 4 Wochen aufgebraucht werden. Ja, den Anfang macht Bella Fresia von Greenleaf. Ja, das war ein schöner, floraler, pudriger Duft. Das ist so ein All-Time-Favorite, weil der ist sehr angenehm, sehr unaufdringlich, aber ja, einfach ein echt schöner, floraler, weicher Duft. Kann ich jedem empfehlen. Und ja, der war sehr schön. Und dann hatte ich hier ein Tarte von Meadow Showers von Yankee Candle. Ja, das ist so ein Wiesenduft, so ein bisschen frischer Duft. Allerdings muss ich sagen, hat er für mich einen Hauch was Künstliches oder nicht ganz so Authentisches. Ja, der hat, ich glaube, so 6 Stunden gedüftelt ungefähr. Und dann war es das auch. Aber ist jetzt auch nicht so mein Duft gewesen. Von daher, ja, ist er jetzt so weg. Dann hatte ich kürzlich in der Lampe den Apple Cider Donut von Kringle. Und das ist ein, ja, sehr leckerer Apfelduft, sehr foodie. Durch dieses Frittierte, dann das ganze Gewälze in so Zucker und Zimt. Ja, mag ich immer wieder gern. Sehr lecker. Der Apfel hat auch noch so einen frischen Moment, der ist jetzt noch nicht irgendwie überreif. Apple Cider Donut geht eigentlich immer im Herbst und Winter. Dann hatte ich Icy Blue Spruce. Ja, das ist so ein Tannennadelduft, der hat noch so eine beerige Komponente. Dann ist noch Minze dabei, was nochmal so einen frischen Luftmoment gibt. Aber ja, der ist ja mittlerweile aus dem Sortiment raus, aber halb so wild, weil es kommt ja jedes Jahr so ein Tannenduft nach und die sind sich ja alle irgendwo ein bisschen ähnlich. Dann hatte ich aufgebraucht den Pink Hibiscus von Yankee Candle. Der ist ja mittlerweile auch aus dem Sortiment. Und ja, da war ich doch überrascht, weil der A sehr intensiv war. Und ich hätte den ein bisschen anders erwartet oder habe den anders in Erinnerung gehabt. Ich finde, das ist für mich eine Art Rosenduft, Pfingstrosenduft auch, der so ein bisschen süß, parfümig ist. Der hat so ein bisschen auch was Nektarartiges oder als ob da so ein bisschen Honig bei ist. Ja, wie gesagt, sehr floral, sehr üppig. Fand ich aber ganz gut. Pink Hibiskus. Dann ist leer geworden von Greenleaf Cashmere Kiss. Ja, ein ganz toller Kaschmirduft, den hatte ich an einem kühlen Abend an. Ja, sehr kuschelig, sehr einhüllend, mummelig, so ein bisschen zitrisch-spritzig ist der auch. Gefällt mir immer wieder gut. Dann hatten wir Coastal Living, ja, das war auch nochmal ein passender Duft für den Sommer. Schön maritim, ein bisschen ozonig, salzig. Ein paar Strandblumen sind mit dabei und auch irgendwie was leicht Fruchtiges. Hat mir gut gefallen. Dann hatten wir Moonbeams von Pumpkins. Ja, das ist ein Duft, oder allgemein wundere ich mich immer bei Pumpkin-Düften, dass sie so würzig sind, ne? Weil eigentlich, wenn man mal einen Kürbis frisch aufschneidet, dann riecht es eigentlich sehr frisch, sehr wässrig, so in Richtung Gurke, würde ich sagen. Deswegen ist es eigentlich sehr erstaunlich, dass ja, irgendwie die Amerikaner angefangen haben, da so Zimt dran zu hauen und Gewürznelke. Hier ist noch so eine cremige Milchschaumnote dabei, würde ich sagen, so ein Chai Latte-Moment. War ganz okay, aber ist jetzt auch kein Must-Have. Moonbeams on Pumpkins. Dann hatte ich Sweet Strawberry und der war einfach schon drüber. Ja, das war ein süßer, künstlicher Erdbeerduft für mich, der aber kaum mehr wahrnehmbar war. Also ich hatte den, glaube ich, versucht, 4 Stunden zu düfteln, da kam fast gar nichts an. Und das in einem, ja, also mein Gästezimmer, das hat jetzt, weiß ich nicht, 11, 12 Quadratmeter und da hat er nichts gebracht. Der war drüber. Und der letzte Duft war Sweet Nothings. Eigentlich einer meiner Lieblingsdüfte, aber ich habe mich langsam satt, muss ich sagen. Es ist ein femininer, pudriger Duft und ihr riecht in erster Linie so Veilchen raus. Und eigentlich mag ich den sehr, aber irgendwie habe ich mich jetzt so satt gerochen daran. Deswegen ist okay, dass der jetzt weg ist. So, dann wollen wir mal die neuen Düfte ziehen. Da ist die Kiste immer noch randvoll und wir legen mal los. So, als erstes habe ich hier einen Tarte Sweet Morning Rose.
Ja, das ist vom letzten Frühjahr und den Duft habe ich mittlerweile ganz gern. Am Anfang war er so lala. Ich hatte ein Glas, das habe ich wiederum verkauft damals. Und jetzt, wie es oft so ist, wenn die Düfte aus dem Sortiment gehen, dann mag man sie doch ganz gern. Das ist für mich ein Rosenduft, der aber sehr frisch ist, weil hier so eine Birnennote mit bei ist. Und der gefällt mir eigentlich echt gut. Da freue ich mich drauf. Sweet Morning Rose Nummer 1. Dann haben wir ein Daylight von Country Candle Somerset. Ja, das würde ich sagen, ist doch jetzt ein schöner Abschluss für den Sommer. Dieses Label passt da hervorragend. Ein schöner, fruchtiger Duft. Ich kann da gar nicht so genau ins Detail gehen, was da drin ist, weil das rieche ich einfach so nicht raus. Vielleicht Birne, würde ich jetzt vielleicht schätzen, aber ich weiß es nicht. Somerset, da freue ich mich auch schon drauf. Dann haben wir ein Votiv Snowflake Cookie. Da geht es schon auf Weihnachten zu. Ja, ein super schönes Label, schönes Wachs. Der Duft ist so ein, ja, da bin ich immer so zwiegespalten. Es ist an manchen Tagen ein schöner Plätzchenduft mit rosa Glasur. An manchen Tagen driftet der aber schon so ein bisschen in der Maggi-Schiene ab. Aber es hält sich auf jeden Fall die Waage. Man kann ihn gut düfteln. Ist jetzt nicht so, dass ich da Brechreiz oder so kriege. Snowflake Cookie. Duft Nummer 4, ein Votiv Honey Clementine. Auch schön. Ja, das ist so ein herber, spritziger Clementinenduft. Der Honig rundet das vielleicht noch so ein bisschen ab. Und ja, sowas spritziges, zitrisches passt ganz gut in den Herbst. Honey Clementine, Duft Nummer 4. Dann habe ich hier ein Tarte von A Child's Wish. Und das ist, glaube ich, auch so ein Wiesenduft, so ähnlich wie, was hatte ich denn jetzt zuvor? Dieser Meadow Showers. Wobei der hier noch so ein bisschen weicher ist, vielleicht floraler und einen ganz leichten Wäschemoment hat. Ja, der gefällt mir einen Ticken besser und das ist auch nochmal so ein Duft, der jetzt den Sommer verabschieden kann. Duft Nummer 5. Dann haben wir von Greenleaf einmal Vanilla. Das ist ein schöner Duft, der ist ein bisschen parfümig, cremig. Ja, den mag ich auch recht gerne. Das ist so ein Klassiker, den kann man ja auch ganz gut zum Blenden mal benutzen. Greenleaf Vanilla. Das war jetzt Duft Nummer 5, ne 6, Duft Nummer 6. So, dann haben wir. Moonbeams und Pumpkins. One more time. Muss ich durch, aber okay, ist ja Herbst, da passt er auch. So, dann haben wir nochmal aus der Sunday Brunch Collection ein Tarte und zwar Floral Candy. Ein schöner, süßer, zuckriger Duft. Ja, Zuckerwatte. Und für mich hat der so ein bisschen was von geeisten Blumen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da freue ich mich auch drauf. Floral Candy. Zwei noch, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Dann nehmen wir noch ein Votiv, hoppala. Und da wird es schon etwas weihnachtlich aus der Home Inspiration Reihe Oh Christmas Tree. Ich kann euch gar nicht sagen, ob ich den jemals schon mal anhatte. Also, weil ich hatte schon einige Votive von der Home Inspiration Reihe. Ja, das ist so ein Duft à la Perfect Tree, also Nadelduft. Ja, kann man auch schon mal im Oktober verwenden. Und ein letzter Duft soll sein Sweet Morning Rose, die zweite. Ja, also es wird ein, ich würde sagen, teils floraler, fruchtiger Oktober für mich werden. Mit nur eins, zwei herbstlichen Düften, aber das ist völlig in Ordnung. Ja, das war's für unser drittes Duftblind Date. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns in 4 Wochen und dann melde ich mich zurück mit den aufgebrauchten Düften und den neuen 10 Düften, die dann gezogen werden. Bis dahin macht's gut.